Ja, finde ich gut. Ja, finde ich gut. Kommst du zur Gamescom oder zum Video Day? Ja, die Frage bekomme ich relativ oft und nein. Ja. Ja, aber vielleicht nächstes Jahr, ne? Dreh mal den Swag auf, Lukas. Alter, du singst richtig gut. Warum hast du so wenig Abonnenten auf YouTube? Voll schade. Ja, also erstmal muss ich sagen, ich finde 50.000, allein das ist schon unbegreiflich, sage ich mal so. Und vor allen Dingen auch gerade was YouTube angeht, muss man auch einfach damit zufrieden sein, was man hat und nicht auch immer darauf gucken, was haben andere, was habe ich denn gar nicht. Sondern man sollte einfach mal auch das schätzen, was man hat. Ja, also ich habe 50.000 Abonnenten. Das ist allein echt der Wahnsinn. Und ja. Wie lange brauchst du, um einen Song zu machen, also mit Text schreiben? Ja, ich würde sagen, es kommt der Beat. Wenn ich den Beat gefunden habe, dann fällt mir meistens dazu auch was ein. Dann läuft es auch meistens. Dann geht der Text so in ja, 20 Minuten, halbe Stunde. Ist es dann die Textsache so. Und dann nehme ich auch schon auf. Und das kommt dann darauf an, wie komplex das ist, was ich aufnehmen will. Und das kann dann auch schon mal ein, zwei Stunden dauern. Und da bearbeite ich noch ein bisschen. Was heißt bearbeiten? Also ich hole noch ein bisschen mehr aus meinem Mikrofon raus. Oder ich versuche es zumindest. Ich habe jetzt nicht so die mega Ahnung von. Und dann kommt es auch darauf an, wie lang dann das Video sein wird und was dann vorkommen soll. Und das kommt dann darauf an, auch ja, wie komplex das Video ist. Und das dauert dann auch nochmal so 1 bis 2 Stunden. Und was dann aber 3 Stunden dauert, ist das Hochladen, denn mein Internet ist scheiße. Was für ein Mischpult besitzt du eigentlich? Ja, ich besitze hier dieses hier. Focusrite 2i2. Ja, Scarlett 2i2, um genau zu sein. Macht, was es soll, ist sein Geld wert. Und ja,